Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Cloud Gardens. Oh, hallo. So, wir sollen hier draufklicken. Okay. Gut. Ja, wir werden schon dahinter kommen. Das können wir jetzt schnappen. Ah, hier können wir uns das Level ansehen. Und das können wir jetzt schnappen und zum Beispiel hier drauf. Hier drauf. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir mal drehen. Wir können hier zwei dieser Kügelchen uns schnappen. Einmal hier hin. Schauen, was das bewirkt. Okay, das geht nach hinten und nach vorne los. Wir könnten jetzt hier noch was drauf geben zum Beispiel. Okay. So. Die kann ich verscheuchen. Cool. So, jetzt versuchen wir mal das Ganze von unten aufzudröseln. Da wächst nichts. Wenn wir hier drauf gehen, dann schon, wie es aussieht. Hier können wir noch ein Schild hinpflanzen. Und noch eins. Da wächst das dann besser drauf. Glaube ich zumindest. Wir werden es rausfinden. So. Zwei Schilder. Schauen wir mal, wenn wir hier an einem Eck beginnen, wir könnten hier noch weitere Schilder hier pflanzen. Ach so, und die lassen dann das Ganze etwas mehr wachsen in dem Bereich. Was ist das? Okay, jetzt können wir hier ein zweites Kügelchen zünden. Und noch alles ein wenig wachsen lassen. Da werden wir mal auf der Rückseite ein wenig
nachhelfen. Okay, auf der Rückseite passiert nicht allzu viel. Außer wir helfen hier. Ups. Ein wenig nach. Zum Beispiel. Das kann ich jetzt nicht mehr aufheben. Können wir hier nochmal drauf gehen. Also wir haben ohnehin schon lange das Ziel erreicht. Ich möchte nur gern wissen, wie lange das so jetzt weitergehen würde. Oder ist das runtergefallen? Schauen wir mal weiter. You've unlocked these props for use in the sandbox mode. Okay. So, da ist was drin. Okay, hier können wir das jetzt quasi vervielfältigen. Okay. Schon langsam komme ich vielleicht sogar ein wenig dahinter. So. Lass wir hier drauf. Kann ich ein wenig die Richtung beeinflussen, oder? Was diese Punkte hier bedeuten, weiß ich allerdings auch noch nicht. Was passiert mit die hier rein? Oh! Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ich staple ein paar Reifen. Hier sind noch zwei Punkte, das heißt wohl, dass ich, genau, jetzt nur noch ein Punkt, dass ich nur so viele Objekte zur Verfügung habe. Jetzt können wir hier noch zum Beispiel hier hinten einmal hier was wachsen lassen und ein bisschen nachhelfen. Und somit passt das sogar schon.
auf jeden Fall sieht's interessant aus. Muss ich wirklich zugeben. Und ich könnte jetzt hier wie wild herumstapeln. Kommen sogar so viele, ich sage jetzt mal Samen, um hier weitermachen zu können. Okay, jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Level. Wir haben wieder ein paar Sachen freigeschaltet. Oh. Ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal. Ups. Hier. So, und jetzt versuchen wir mal das Ganze nach oben wachsen zu lassen. Sieht jetzt nicht nach oben aus. Aber wir werden unser Bestes geben hier. Das hier reicht noch nicht. Vielleicht auf der Rückseite. So, reicht das? Das reicht schon für einen weiteren. Den gehen wir mal hier hin. Okay. So, jetzt vielleicht hier. Das ist auf jeden Fall genug. Eine neue Art Samen. Oh, das wird ein Baum. Und hier sehe ich, wie lange es dauert oder ja, wie viel ich machen muss, damit das der nächste Samen bereit ist. Okay. Oh. Da wäre es cool, wenn wir die beiden verbinden könnten. So, nachdem das ein Nerdbaum ist, werden wir mal schauen, ob wir den hier irgendwie zum Wachsen bringen können. So ist gut. Thank you.
unternehmen. Ach so, das wär's ja schon. Jetzt hierhin. Bierflaschen und Steine. Ist immer, immer was wert. So. Jetzt können wir hier oben weitermachen mit den Schildern. Das bringt immer ganz schön viel eigentlich. Vor allem haben wir jetzt hier noch einen Samen. Den könnten wir auch gleich einsetzen hier zum Beispiel. Und wir hätten schon wieder den nächsten. Also im Moment haben wir alles noch auf Anhieb geschafft. Bin gespannt, ob es irgendwie herausfordernder wird. So, wir versuchen zuerst mal einen Baum hier wachsen zu lassen. So. Wir können hier ein Auto, das können wir sogar mit dem Mausrad drehen. Irgendwie ziemlich witzig. So. Aha, press Space, um wahrscheinlich zum nächsten Level zu gelangen. Drücken wir mal Space. Ah, Photo Mode. Drag the mouse to look around. Press Space to toggle this panel. Contents is saved to your document folder. Okay. Oh, da geht's weiter. Beispiel lassen wir hier sowas wachsen. Das sollte hier dann ein wenig sich vermehren. Und hier gibt es auch genügend. Oh, fast. So, da könnten wir jetzt einen hier in den Einkaufswagen setzen. So, ein Auto. Was ist, wenn ich das... Oh, das ist... Das ist ja cool. Könnte ich
hier was raufklettern lassen. Und hier gibt es noch ein paar Einkaufswegen. Hier könnten wir wirklich jetzt die Sau rauslassen. Und hier ein paar sehr witzigen Dinge hinbauen. Und wieder ein bisschen wachsen lassen. Press Space, will ich eigentlich gar nicht. Und hier so viel Zeug. Okay, also es funktioniert soweit ganz gut. Im Moment suche ich noch die Herausforderung in gewisser Weise. Also wir haben hier einen Baum gepflanzt und können jetzt hier ein paar dieser Hütchen setzen. Je mehr Hütchen ich in der Nähe hinsetze, umso mehr wachsen diese Pflanzen. Und hier können wir wiederum Platz oder neue Samen erschaffen, die wir dann gleich wieder in unser Level reinballern. Also das heißt, ich könnte jetzt hier wirklich haufenweise diese Sachen hier hin und klick mich durch die entstandenen Samen. Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht und kann dann wieder zack, hier was reinwerfen. Die Physik scheint auch ganz gut zu sein. So, schauen wir mal. Sehr cool. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ein paar dieser netten Bäume hingepflanzt. Und das scheint jetzt das Letzte zu sein, wenn ich mich nicht irre. Samen produzieren. Und weiter geht's mit wachsen lassen. Boah, das sieht schon richtig gut aus. Wow.
Sehr cool. Und wir haben wieder vier Samen. Ich hätte allerdings bei den Samen etwas kreativer sein können und mehr verschiedene generieren lassen können. Aber es wird dann gleich soweit sein. Wow. So, rein mit allen möglichen. Wir könnten so viele Samen produzieren. Aber das Level ist schon geschafft. Ein Bäumchen hier und die Pflanze hier vielleicht. Die ist jetzt nicht wirklich dort angekommen. Jetzt. So. Dann schauen wir alles schön klein. Das ist jetzt größer. Wir versuchen eventuell noch einen Baum zu erhalten, den wir hier irgendwo das hinpflanzen. Hier. Oh, schön. Zack, somit haben wir genug für einen neuen Baum, den wir hier hinten hinpflanzen. Dann haben wir gleich genug für den nächsten. Den werden wir auch hier in die Nähe packen. So, und jetzt schauen wir, dass wir mit den Koffern genug neue Samen produzieren. Der ist hier irgendwie nicht angekommen, so wie ich das wollte. Jetzt. So, werden wir das machen. Hier hin. Das ist dann mit der Physik dann gar nicht mehr so einfach. Na komm. So. Aber macht durchaus Laune. Muss ich zugeben. Und hübsch ist es ja. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und wenn wir das jetzt fertig haben, dann will ich mal schauen, ob es hier irgendwo eine kleine Übersicht gibt.
mit Sachen, die ich schon geschafft habe, beziehungsweise Sachen, die als nächstes zu erledigen wären. So, das sind eine Menge Samen. Und somit sind wir hier durch. So, jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick. Select Scene. Oh. Okay, das werden wir jetzt noch machen. Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist das jetzt, war das jetzt 5:14, oder? Dann gibt es noch 5:15 und dann wäre ein neues Level-Paket quasi verfügbar. Okay. Sehr schön. So. Das würde ich gern haben. Danke sehr. So, und jetzt. Oh. Das hätte ich mir zum Beispiel aufheben sollen für einen späteren Zeitpunkt, wenn nämlich mehr Pflanzen unterwegs sind. Wir werden jetzt mal hier einen Baum pflanzen. Den werden wir hier daneben hinstellen. Gleich schauen, dass da ordentlich was wächst. So, und jetzt können wir hier was runter wachsen lassen. Denke ich zumindest. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir dann schon wieder das nächste Ding. So, auf der anderen Seite. Schauen wir, ob wir... Ups. Dieses Level hier noch schaffen. Sieht aber aktuell... Ja, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, aber ich denke, es sieht nicht so schlecht aus. Das hier ist... Okay. Oh, schön. Alles wächst und gedeiht. Vielleicht ein paar Bäume. Vielleicht sogar gleich nebeneinander. Okay. Und dann versuchen wir hier durch Reifenstapel basteln ein paar Samen zu entlocken. Vielleicht noch der ein oder andere Koffer. Oh. Sieht allerdings jetzt... Jetzt haben wir wieder ein paar Früchtchen. So, hier werden wir noch ein Auto reinstellen. Okay.
So, davon haben wir jetzt genug. Hier hin zum Beispiel. So sieht das ganz entspannt aus. So. Ich will dieses Level jetzt noch schaffen. Das ist aber eigentlich richtig riesengroß schon. Schau einer an, was hier alles los ist. Da werden wir jetzt vielleicht noch zwei nehmen. Und werden gleich mal schauen, dass wir die Autos hier gut verzieren. Eins hier, eins hier. Und nebenbei wieder ein paar Dinge stapeln. Oh, da ist jetzt reingefallen. Schauen wir mal. Hier oben drauf ein Auto. Das nächste. Da werden wir vielleicht wieder einen Baum pflanzen oder vielleicht sogar zwei. Okay. Das nächste Auto. Oh. Bleib stehen. Okay. So, wir versuchen das Auto nochmal. Jawohl. So, dann wollen wir natürlich, dass da ordentlich was drüber krabbelt. In der Mitte ein Baum. Und dann einmal, zweimal. Und der fällt runter. Der ebenso. Wir müssen trotzdem versuchen, hier was zu schaffen, damit das Zeug hier ordentlich wachsen kann. Der nächste Baum kann dann nebenbei noch gepflanzt werden. Der ist wieder runtergefallen. Aber jetzt. So, jetzt gibt es hier noch ein Stück. So, hier können wir ordentlich sammeln. Wahnsinn. So. Einmal, zweimal, würde ich sagen. Ist hier wirklich jetzt Schluss mit dem Zeug? Sieht so aus. Sieht ganz danach aus. Dann werden wir jetzt nochmal uns richtig ins Zeug legen.
So. Geht hier? Ja, hier passiert was. Ja, doch. Ja, ganz sicher bin ich mir dann jetzt doch nicht mehr, ob ich das Level schaffen kann. Hier, so viel bringen wir zustande. Aber das Problem ist, wenn hier einmal was liegt, dann bleibt das so. Außer ich schaff irgendwas, dass sich noch was tut, indem ich es mit den Samen bewerfe. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Das heißt, das wäre jetzt quasi die erste Welt, die wir geschafft haben. Oder sehe ich das falsch? Nur jetzt geht's weiter mit der Junkyard, dann gibt es noch Rooftops und The Greenhouse gibt es dann. Heavy Industry and Train Stations ist im Anmarsch. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.